Jetzt, ja, ist okay. Also, für die Herrschaften, die mich noch nicht kennen, mein Name ist Thomas Graf. Ich bin einer der beiden Initiatoren, die, wie gesagt, vor 371 Tagen auf den Tag genau die Idee gehabt haben. Das heißt, wir sind ein bisschen älter, die Idee, als ein Jahr. Wir haben vor 203 Tagen hier was aus der Taufe gehoben, wo wir gesagt haben, wir wollen mit, in Verbindung mit Cryptocurrency einfach was für die Zukunft schaffen, für die Nachwelt schaffen und auch im Prinzip für uns selbst eigentlich nochmal eine Bestätigung, dass im Prinzip man wirklich was verändern kann, weil die Welt ist ja sehr, sehr schnelllebig, mittlerweile auch teilweise sehr, sehr fragwürdig, was da draußen passiert. Und wenn man sich das Video anschaut, dann muss man ganz ehrlich sagen, dann ist das genau der Weg, den wir einfach zukünftig gehen sollten, gemeinsam, weil alleine kann das keiner schaffen. Und diesbezüglich ist das eigentlich mir heute wirklich eine Ehre und auch gleichzeitig ein Bedürfnis, hier dieses neue Produkt zu launchen. Ich werde das jetzt in großen Teilen jetzt alleine vorstellen erstmal, damit wir hier nicht irgendwo in große, ja, in große Schwierigkeiten kommen, weil jeder ein Part übernehmen soll. Ich bin aber auch froh, dass, wie gesagt, nachher auch Tom, seines Zeichens CEO von Avalon Life, der hier auch wieder ganz klassisch diesen Spruch geprägt hat, der dieses Logo mitprägt, Empowering the People, Supporting the Planet, dass er auch dann das im Detail erklären wird, was die Kryptobasis hier angeht, beziehungsweise auch seinen Standpunkt dazu kundtun wird. Für die Leute, die heute ein Verständnisproblem haben, für die Leute, die sich nicht einloggen können, die vielleicht teilweise keinen Ton haben, es muss sich keiner Sorgen machen. Dieses Webinar ist erstens aufgezeichnet und zweitens werden wir diese Sache jetzt sehr, sehr oft in verschiedenen Sprachen ins Netz stellen, weil es einfach wichtig ist, dass hier, wie gesagt, eine Community einfach reagiert auf die Zeiten, die da draußen sind. Ich möchte auch da jetzt nicht großartig länger dazu was sagen. Der Film spricht Bände. Für die Leute, die dort vielleicht ein bisschen zu viele Schlangen gesehen haben, man muss sich keine Sorgen machen. Costa Rica hat 500.000 verschiedene Tiere. Schlangen sind natürlich hier auch gang und gäbe, aber die sind nicht alle giftig, aber die Artenvielfalt und die Farbpracht, die ist natürlich outstanding. Und von der Warte ist eigentlich, muss ich sagen, sind wir auch dankbar, dass dieser Film uns so zur Verfügung gestellt wurde. Wir sind auch dabei, daran gerade selbst einen zu entwickeln, aber das zu seiner Zeit, wie gesagt, wir sind ja noch in den Kinderschuhen. Gut, fangen wir an. Jeder hat darauf gewartet, jeder hat spekuliert. Ich meine, was kommt jetzt als erstes? Kommt Green Earth, kommt im Prinzip der Pura Vida-Coin. Es hat bei uns alles irgendwo eine Geschichte mit Zahnradfunktion. Das heißt, das Zahnrad, das haben wir hingestellt und jetzt fangen wir an und fangen dieses Zahnrad richtig an zu drehen. So, das heißt, wir werden jederzeit im Prinzip ein neues Rädchen in Bewegung setzen und aufgrund dieser Tatsache einfach hier, gehe ich davon aus, eine sehr, sehr schnell funktionierende Rotation erreichen, die im Prinzip erstmal da draußen vielen erschweren wird, uns zu folgen, uns natürlich aber auch die Möglichkeit gibt und vor allen Dingen euch als Community-Member hier von einer Vielfalt von Service-Dienstleistungen, von Produkten rings um Cryptocurrencies in Verbindung mit der Natur, in Verbindung mit Costa Rica hier zu partizipieren, im Prinzip sich selbst wiederzufinden, vielleicht seine Träume auch ein bisschen weiter auszuleben und im Prinzip dann vielleicht auch irgendwann eine Entscheidung zu treffen, sich vielleicht zu verändern. Wir von Avalon wollen dort die Hilfestellung geben. Green Earth wird eins dieser Produkte sein, und damit möchte ich auch gleichzeitig einsteigen. Aber bevor ich das tue, ist es mir auch noch ein Anliegen, weil ich sage, wir haben den Film über Costa Rica gesehen. Wir haben das im Prinzip in der Schweiz in Wil schon mal gelauncht. Wir wissen auch, dass dort Nachfrage ist. Ich wollte es nur noch mal hier auch noch mal klar herausstellen. Wir haben bereits ein Bestandsressort übernommen in Athenas. Wir haben bereits ein weiteres Objekt in Copal, wo der Masterplan vorliegt. Ihr seht hier abgebildete Häuser. In diesen Häusern wird man zukünftig leben können. Man kann sie auch vielleicht als Investment sehen im Prinzip und Avalon betreut sie in der Vermietung, weil diese Ressourcen werden eine Besonderheit haben. Alles, was rings und um diese Ressource stattfindet, wird mit Krypto zu bezahlen sein, beziehungsweise wird auch nur auf Kryptobasis basieren. Das heißt, die Daten werden im Prinzip über Smart-Kontrakte, Blockchain oder sonstige Geschichten einfach gespeichert oder abgerufen werden. Zahlungsmittel werden im Prinzip die gängigen Coins sein. Natürlich, logischerweise, auch der Pura Vida Coin, wenn er kommt. Und ich glaube, wir haben da mittlerweile auch Auswanderer. Wir haben auch Leute hier, die mittlerweile im Urlaub in Costa Rica genossen haben. Es ist definitiv eine Geschichte, wo der ein oder andere hier vielleicht sein Augenmerk drauf lenken sollte, gerade wenn er sich verändern möchte. Hier ist die Webseite, Crypto Resort, unten drunter steht eine E-Mail, weil es ist, eins ist wichtig, dass diese Häuser oder Grundstücke, die man dort erwerben kann, werden nur über die Shares ausgegeben werden. Das heißt, man kann die Shares dann im Grund wechseln, aber es wird keinen separaten Verkauf geben. Das heißt, wer nicht im Besitz von Shares ist und diese dann 1:1 konvertiert,
hat das Problem, er wird dort im Prinzip auf diesen Häusern keinen Zugriff haben. Das ist eine Sache, die wir so festgelegt haben, um einfach auch die Community zu schützen, weil wir wollen dort, wie gesagt, die richtigen Leute auch haben. Leute, die sich in Krypto verbinden, die sich mit Avalon verbinden. Und das ist uns ein ganz wichtiges Ansinnen. Auch ist zu sagen, dass diese Shares, wenn sie fremd vermittelt werden, weil diese können auch natürlich außerhalb vom Avalon-Netzwerk vermittelt werden, wir für die Shares, die gibt es in 2.500 Euro bzw. 5.000 Euro Variante, bezahlbar natürlich nur in Krypto, weil wir sind Krypto, aber es muss ja ein Gegenwert da sein, bezahlen wir 10% in CV in eure Wallets. Das ist wichtig, damit im Prinzip auch der ein oder andere weiß, es gibt vielleicht den einen oder anderen, der da Interesse hat, vielleicht ein Feriendomizil, vielleicht auch ein anderes Domizil. Hier ist die Möglichkeit auch noch ein bisschen vertriebsmäßig ein Reward zu bekommen. Das dann so viel dazu. Wie gesagt, die Webseite Kryptoresort ist da, die E-Mail ist auch da. Meldet euch. Wie gesagt, der Support bzw. die Personen, die bei Avalon dahinter stehen, die werden sich dann zeitnah bei euch melden. Kommen wir zu Green Earth. Um den Spekulationen, die ja die letzten Wochen ein bisschen hochgekocht sind, muss ich sagen, was uns eigentlich auch gezeigt hat, dass das Interesse enorm ist, einfach ein bisschen Einhalt zu gebieten, lassen wir jetzt die Katze einfach ganz, ganz dreht aus dem Sack. Der Punkt ist der, Green Earth heißt im Prinzip nichts anderes als wie die grüne Erde. Und genau das ist im Prinzip, muss auch Programm sein, weil ich sage jetzt mal, mit der ganzen Industrialisierung, mit der ganzen Weiterentwicklung der einzelnen Länder, ob das jetzt Industrieländer sind, ob das jetzt dritte Weltländer sind, geht einfach eins daher, dass im Prinzip diese ganze Luftverschmutzung beziehungsweise diese ganze Verunreinigung natürlich ein Ausmaß angenommen hat. Wenn man dem nicht Einhalt gebietet und sich nicht selbst Regeln auferlegt, dann wird man irgendwann mal die Zeche dafür bezahlen. Und diese Emissionen, mehr oder weniger, die misst man in Kohlendioxidausstoß. Das ist mal, ich meine, um einfach mal ein paar Industriezweige zu nennen, die dort im Prinzip sehr federführend sind. Das können ganz klassische Kohlekraftwerke sein. Das kann die Zementindustrie sein, die natürlich auch groß durch die Lobby durchsetzt ist. Das ist aber auch ganz klassisch der Bahnverkehr, also das Transportwesen, ob das jetzt der Luftverkehr ist, die Flugzeuge, ob das der Schiffsverkehr ist, die in Größenordnung hier Belastungen schaffen. Und in dem Zusammenhang ist es einfach so, man hat sich dort einfach, man musste erstmal diese Sache messen und man hat diese Sache einfach über Jahre hinweg einfach getrackt. Und wenn man sich dann einfach mal anschaut, das ist die Weltkarte hier und man sieht hier die verschiedenen Belastungen durch die Farben gekennzeichnet. Und dann sieht man auch die Konzentration. Die meiste Konzentration ist derzeitig in Asien und vor allen Dingen auch in Osteuropa und in den Vereinigten Staaten. So, die Gesamtbelastung, die man auch im Internet, wie gesagt, nachrecherchieren kann, lag in 2016 bei 36,4 Milliarden Tonnen CO2. So, das führt halt dazu, dass wenn man zum Beispiel in China, und wer schon mal in China gewesen ist, und gelandet ist, der wird sich wundern, man landet dort um 10 Uhr oder 11 Uhr vormittags und es ist, man fühlt sich wie wenn es Nacht ist, weil dort der Himmel grundsätzlich wolkenbehangen ist, grundsätzlich mit Smog. Das ist ja auch eine Schlussfolgerung von CO2 und das sind genau die Punkte, was es einfach nicht lebenswert macht. Costa Rica natürlich, wenn Sie vorher dann den Film gesehen haben und ich meine die Leute, die das auch besucht haben, ist natürlich dann genau das der Gegenpart dazu, weil in Costa Rica es ist grün. Man setzt im Prinzip auch auf den Erhalt des Grünen. Man fördert, wie gesagt, grüne Technologien. Da komme ich aber ein bisschen später dazu. So, und jetzt muss man irgendwie eine Balance finden, dass man zumindest dieses Ansteigen, was ja logischerweise durch das Wachstum auch gegeben ist, einfach hier dem Einhalt zu gebieten, dass man sich hier selbst Regularien auflegt. Wenn man sich aber dann auch erstmal anschaut, wie das im Prinzip verteilt ist, dann wird man einen Schock bekommen, weil hier nämlich einfach Länder draufstehen, die im Prinzip ganz groß für sich proklamieren, dass sie doch so die absolut reinen Länder sind, beziehungsweise hier die Vorreiterrolle spielen in der Reduzierung von Emissionen. Ich meine, gut, dass China ganz oben steht, das ist, glaube ich, kein Geheimnis. Die USA natürlich mit einer Politik, die auch in über Jahrzehnte fragwürdig war. Und Indien, das sollte jetzt, sage ich mal, nicht so das große Thema sein. Aber wenn man dann zum Beispiel Länder sieht wie Japan und vor allem Deutschland, wo Deutschland sich immer so grün darstellt, da muss man sich schon hinterfragen. Das ist aber jetzt, wie gesagt, nicht dem geschuldet, dass man, wie gesagt, globale Ziele verfolgt, aber man im Prinzip auch einfach einzelne Bereiche in der normalen Gesellschaft einfach vernachlässigt. Und deswegen ist es auch einfach wichtig, wenn man hier so ein Ranking sieht, weil diese 6 Länder, die tun nämlich alleine über 60% des kompletten jährlichen Ausstoßes an diesen schädlichen CO2-Emissionen für sich beanspruchen. Und dann sieht man hier, auf der linken Seite, wenn man diesen Graph sich einfach mal zu Gemüte führt, der irgendwo bei 2013 steht. Es ist so, obwohl man im Prinzip jetzt sich selbst erhaltende Maßnahmen auferlegt hat,
Es ist weiter mit einem Anstieg zu rechnen durch diese ganze Industrialisierung, durch im Prinzip die Verlagerung von zentralen Lagergeschichten auf, dass man im Prinzip Lager auf die Straße, auf den LKW verlegt oder sonstige Geschichten. Das heißt, man hat alibimäßig zwar was geschaffen, aber grundsätzlich, man lebt es nicht. Und da ist natürlich die Gefahr, dass man irgendwo dann später dann mal vielleicht sich selbst erwischt, dass man den Bumerang weggeworfen hat und der Bumerang einen sehr schnell selbst trifft. Und ich weiß nicht, ob man das will. Also ich möchte es nicht. Das war unter anderem einer der Gründe, warum ich vor 4 Jahren, wie gesagt, auch nach Costa Rica ausgewandert bin. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich möchte eigentlich keinen Tag missen. Das liegt aber nicht nur an den Menschen hier, sondern das liegt auch an der Natur. Weil hier wird verantwortungsvoll mit der Natur umgegangen. Und das spiegelt sich auch im Prinzip dann wieder, wie sich das Land nach außen präsentiert. Hier ist mal ein ganz einfaches Beispiel, was jeden von euch im Prinzip betrifft. Ich meine, hier ist mal ganz einfach ausgerechnet. Ich meine, es ist relativ klein, aber ich habe jetzt einfach hier mal eine Flugstrecke für einen einfachen Passagier von München nach San José, Costa Rica, eingegeben. Das ist im Prinzip das, was jede Fluglinie im Prinzip produziert pro Passagier. Und zwar auf einem Flug hin und zurück werden 3,9 Tonnen CO2, also Belastung für die Umwelt, generiert. Und wenn man sich überlegt, dass es mittlerweile Flugzeuge gibt, die 500, 600 Passagiere in einem fassen, wie viele Flugzeuge generell oder Flugbewegungen die ganze Zeit am Himmel stattfinden, dann weiß man in etwa, wie man hier dementsprechend sich hier in einer Zwickmühle befindet. Es gibt natürlich mittlerweile über diese Fluglinie bzw. über diese Organisation diese selbsterhaltenden Maßnahmen, dass man im Prinzip über einen Aufschlag seinen Flug CO2-neutral gestalten kann. Dann bezahlt man mehr, aber man kennt leider Gottes im Prinzip die vorhaltende Meinung grundsätzlich in der Bevölkerung, Geiz ist geil. Das heißt, die wenigsten suchen nach dem billigsten Ticket und nicht das, was im Prinzip am umweltverträglichsten ist. Deswegen ist es einfach auch wichtig, dass globale Lösungen her müssen und dementsprechend nur diese, wenn sie auch dementsprechend gelebt werden. Ich rede nicht von Einheiten, sondern gelebt werden durch aktive Communities, durch eine aktive Fürsorge, dass das dann dementsprechend auch zu einer Veränderung führen kann. Und da wollen wir mit Avalon natürlich ansetzen. Und zwar, all das, was wir im Prinzip sagen, hat natürlich auch rechtliche Grundlagen. Rechtliche Grundlagen, die geschaffen wurden, da sind damals 1997 in den Anfängen im Kyoto-Protokoll, wo sich im Prinzip die Staaten der Welt getroffen haben. 191 Staaten sowie die Europäische Union hatten damals einen Vertrag ausgehandelt, der besagt hat, wir senken jährlich um 5,2% diese Ausstoße. Das kann sein durch im Prinzip, indem man einfach Sachen fördert, die einfach den Ausstoß verringern, neue Filteranlagen, indem man einfach im Prinzip andere Kapazitätsvolumina schafft, indem man einfach Ausgleichsgeschichten schafft, da kommen wir gleich dazu. Aber 5,2% im Jahr ist natürlich auch eine wahnsinnige Herausforderung, wenn man gleichzeitig überlegt, dass diese ganzen Länder auch wachsen. So, schlussendlich sieht man aber auch hier, es gibt immer Ausreißer, nämlich die USA und Kanada als zwei der großen Volkswirtschaften haben im Prinzip dieses Protokoll mehr oder weniger verlassen, sehen sich dort nicht mehr als gebunden an und dementsprechend ist es natürlich so, wenn nicht die Gemeinschaft daran arbeitet, dann ist sowas immer auch sehr fragwürdig. Es sind zwar noch 191 Staaten und die EU, aber viele dieser Staaten haben eigene Probleme, sodass es im Prinzip dann auch manchmal ein bisschen so lala läuft, wie das in der Umsetzung ist. Es gab dann eine weitere Folgekonferenz, die wurde dann im Jahre 2011 gehalten, das nennt man die Pariser Verträge. Und in dieser mehr oder weniger ist festgelegt worden, dass man bis 2040 auf die fossilen Brennstoffe verzichten möchte. So, fossile Brennstoffe, das weiß jeder, das ist Öl, das ist Kohle. Und wenn man sich dann über diese zwei alleine redet, dann weiß man, was für eine Lobby dahinter steht. Also das Sagen ist das eine, das Machen ist das andere. Das heißt, es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Sachen umgesetzt werden. Das soll uns aber einfach nicht tangieren, weil wenn wir im Prinzip als Community mit uns anfangen und hier im Prinzip auch hier einfach so, wie wir uns das als Avalon Credo grundsätzlich auf die Fahne geschrieben haben, Werte schaffen, Werte erhalten und Werte steigern und der Community zuzuführen, dann glaube ich, dann ist das eine Signalwirkung und kann das im Prinzip eine Menge Menschen dafür begeistern, für das Avalon-Netzwerk und natürlich auch für so eine Bewegung wie Green Earth. So. Was sind zum Beispiel Möglichkeiten im Prinzip, um solche Projekte im Prinzip jetzt nicht, in dem Fall wie wir es machen, weil wir suchen ja gleich eine globale Lösung, die viele Leute ansprechen kann. Meine, es gibt natürlich Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, hier Lösungen anzubieten, ob das jetzt, sage ich mal, irgendwelche Solarkocher sind in irgendeinem Land, ob das irgendwelche Fäkalienentsorgungsanlagen sind in Ländern wie Indien, also wo riesige Probleme auftreten.
Aber bei diesen ganzen Projekten gibt es ein Problem, und das ist das, wo ich mich grundsätzlich dagegen verwehre, auch im Prinzip ein globales Charity in Avalon zu machen. Und das spreche ich, glaube ich, nicht nur für mich, das spreche ich auch für Tom, definitiv. Und ich spreche, glaube ich, für viele von unseren Avaloniern. Wir wollen wissen und wir wollen auch mitgenerieren, wo im Prinzip geholfen wird. Und ich habe bei solchen Sachen, wo ich einfach eine Spende abliefern kann und mir jemand sagt, okay, das geht da und dahin, ich habe leider keine Kostenkontrolle und keine Mittelverwendung. Und ohne diese Sachen habe ich auch gar kein Interesse, mich in irgendeiner Weise stark dafür zu machen. Und wenn ich dann mir anschaue, Costa Rica als Vorreiter für im Prinzip ein grünes Land, hat natürlich auch noch den Bedarf. Und dann kann man das im Prinzip von Costa Rica natürlich auch auf andere Länder ausweiten. Und wir haben ja da bereits unsere Fühler schon ausgestreckt in Länder wie zum Beispiel Ecuador, großes Amazonasgebiet, das weiß jeder, in Länder wie in Indonesien, in Vietnam, da wo wir bereits, sage ich mal, in Verhandlungen mit Leuten sind, weil diese Projekte sind alle duplizierbar. Bloß man muss es an einer Stelle machen, wo es im Prinzip funktioniert, wo die Community zusammenhält und vor allen Dingen, wo es politisch auch durchsetzbar ist. Und das ist halt Costa Rica. Manchmal muss man den Leuten durch das Tun die Augen öffnen. Und wir haben Gott sei Dank hier in Costa Rica, das werdet ihr auch gleich später noch sehen, durch eine Person hier wirklich einen wahnsinnigen Zugang in die Behörden, einen wahnsinnigen Zugang in die Communities und vor allen Dingen zu privaten Leuten. Weil wenn man natürlich den Zugang hat zu privaten Leuten, dann sitzen wir direkt an der Quelle. Und wir müssen nicht Umwege gehen, wo Leute versuchen, hier Gelder mitzuschneiden, wo wir nicht wissen, was wir kaufen, wo wir nicht wissen, was wir tun, sondern wir wollen Sachen direkt machen. Und das ist ein Credo von Avalon und davon werden wir auch nicht wegrücken. So. Wie gesagt, das eine, was ich gesagt habe, ist, dass man im Prinzip Ausgleichsmaßnahmen schafft, aber das Interessantere ist, beziehungsweise das, was auch viel wirksamer ist, für Länder und für größere Firmen ist ein sogenannter Emissionsrechtehandel. Und da sind wir jetzt bei dem Produkt im Prinzip von Green Earth. Es ist so, dass im Prinzip Dienstleistungen oder zum Beispiel Grundstücke in dem Fall, die einfach eine hohe Sauerstoffproduktion haben, weil sie einfach urban sind. Es gibt da ein paar Richtlinien und wenn man diese Richtlinien einhält, dann kann man ein Grundstück zertifizieren lassen. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, dass wenn auf diesem Grundstück ein Hochhaus steht, das wird nie durch die Zertifizierung kommen, weil das Grundstück muss grundsätzlich Sauerstoff produzieren. Das Grundstück muss urban sein. Das heißt, im Prinzip der Regenwald muss erhalten bleiben. Und nicht hier à la Krombacher und wie sie alle heißen, pro Kasten Bier wird ein Euro nach Amazonas geschickt und dann fragt man sich trotzdem, warum holzen die immer noch ab? Das ist alles Bullshit. Da müssen wir einfach mal auch mal Tacheles reden. Das ist Bullshit. So, und wir haben hier in Costa Rica die Möglichkeit, hier aufgrund, dass Costa Rica sich selbst noch ein Programm auferlegt hat, was aber noch nicht öffentlich ist, und das muss man sagen, das ist unser Riesenvorteil, hier wirklich maßgeblich Werte zu schaffen für die Community und natürlich für jeden Einzelnen. Es ist so, dieser Emissionsrechtehandel funktioniert wie folgt. In dem Kyoto-Protokoll und den Pariser Verträgen ist festgelegt worden, dass jedes Land die gewissen Auflagen hat. Und wenn man diese Auflagen nicht erfüllt, dann kann man dies tun, indem man von einem anderen Land oder von einem anderen Projekt, wo im Prinzip CO2-neutral und vor allen Dingen sauerstoffintensiv gearbeitet wird, also durch zum Beispiel Produktion von Sauerstoff, dass man ein sogenanntes Zertifikat kaufen kann über einen ganz normalen Markt und dieses im Prinzip mehr oder weniger dann als Ausgleich nimmt dafür, dass man im Prinzip seine Maßnahmen noch nicht erreicht hat. Das ist natürlich, muss man sehen, mehr oder weniger als freiwillige Strafe. Dabei ist es natürlich viel interessanter, selbst umzurüsten und nachhaltig im Prinzip eigene Sachen hier voranzubringen. Aber aufgrund der Ziele, 5,2% im Jahr mit Wachstum, ist es für viele Länder gar nicht möglich. Und diesbezüglich ist es so, dass alleine in der Europäischen Union im Jahr 2,04 Milliarden Zertifikate vergeben worden sind. Die werden jedes Jahr um 1,4%, also da hat man im Prinzip schon deflationär gearbeitet, also im Gegensatz zum Geld. Hier sagt man schon im Prinzip, durch die Erneuerung muss man im Prinzip die Zertifikate auch weniger werden lassen, weil sonst macht es ja irgendwann keinen Sinn. Also man reduziert sie im Jahr um 1,74%, werden die Anzahl der Zertifikate weniger und die werden, wie ihr unten seht, zum Beispiel auf Börsen wie in der Chicago Climate Exchange oder an der Europäischen Energiebörse in Leipzig gehandelt. Da ist es für jeden transparent nachvollziehbar. Hier möchte ich ein ganz kurzes Beispiel bringen an dem kleinen Land Österreich, aber ich möchte es bewusst an Österreich machen, weil die Österreicher leider Gottes, oder ich sage mal, man muss sie eigentlich beglückwünschen, die letzten Jahre es geschafft haben, die Deutschen als große Industrienation zu überholen. Da sollten die Österreicher auch stolz drauf sein, weil ich sage jetzt mal, wenn es in Deutschland gewisse Leute einfach nicht schaffen, hier
so eine Volkswirtschaft auf Vordermann zu bringen, beziehungsweise auch mit dem Volk, sage ich mal, hier Sachen zu machen, dann muss es halt im Prinzip von Ländern, die im Prinzip willens sind, muss es vorgelebt werden. In Österreich ist es so, dass man über diese Protokolle in Kyoto sich ja auch dieser prozentualen Reduktion verpflichtet hat und aber seit 2011 diese nicht mehr einhalten kann. Und zwar liegt das einfach daran, weil man in Österreich natürlich schon sehr fortschrittlich in den Betrieben arbeitet. Man hat modernste Filteranlagen, man hat im Prinzip viele Sachen schon auf ein positives ökonomisches und ökologisches Niveau gehoben, sodass die Einsparmaßnahmen gar nicht mehr möglich sind in Österreich. Das hat dazu geführt, dass in Österreich man über die Jahre von anderen Ländern Zertifikate gekauft hat, und zwar nämlich 45 Millionen Zertifikate, und man hat dort einen Preis bezahlt, an der Börse lag der Preis bei 3 Euro, einen Durchschnittspreis von 9 Euro bezahlt, weil diese Zertifikate wie Goldstaub sind. Aber für Österreich war es immer noch günstiger, diese Zertifikate zu kaufen, als wie im Prinzip irgendwo eine Modernisierungsmaßnahme zu suchen, die man ja gar nicht finden konnte, weil man ja im Prinzip schon sehr, sehr effizient arbeitet, beziehungsweise schon sehr ökologisch, auch im Einklang mit der Natur, seine Betriebe im Prinzip auf Vordermann gebracht hat. So, schlussendlich ist es so gewesen, dass 2011 im Budget der österreichischen Regierung 1,1 Milliarden Dollar bereitgestellt sind, um auswärtig international solche Zertifikate aufzukaufen, um einfach im Prinzip diese Vorgaben von Kyoto und von Paris zu erfüllen. Und wenn man sich jetzt überlegt, Österreich, grünes Land, kleines Land in Europa, was dann im Prinzip, sage ich mal, auf andere Länder drauf zukommt, dann weiß man, was im Prinzip hier alleine im Emissionsrecht Handel, was da für Musik drin ist. Der Handel hat letztes Jahr alleine 76 Milliarden umgesetzt. So. Und dann sind wir mehr oder weniger bei der zweiten großen Gefahr, warum wir Green Earth ins Leben rufen. Das eine ist im Prinzip diese Geschichte, dass wir daraus was Sinnvolles machen können und auch für die Community Land sichern können, wo Wasser drauf ist, weil die Gefahr von Großkonzernen, so wie es in Brasilien getätigt wird, wie es in anderen großen Ländern, wie zum Beispiel Indonesien, wo 60% des Waldes aufgrund von speziellen Baumsorten brandgerodet worden sind, nur um die Profitgier zu stillen. Wenn man sieht, es ist ja mittlerweile in allen Nachrichten, wie große Konzerne, ich möchte jetzt hier keine Namen sagen, aber man kann die Logos da einfach auch sehen, wie große Konzerne hier Naturwasserreservoirs ausbeuten und dann das Wasser mit 3.000-4.000% verkaufen und im Prinzip eigentlich denen das Land komplett scheißegal ist und der Raubbauer dann nur Natur scheißegal ist, dann ist das definitiv eine der großen Gefahren. Und da Costa Rica natürlich hier einer der Vorreiterländer ist, natürlich politisch auch sehr, 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 sehr stabil, ist, da weckt das natürlich auch Interesse. Und wir wissen, aufgrund des Researches, was wir im Prinzip gemacht haben, beziehungsweise der Vorarbeiten geleistet worden ist, dass hier große Länder wie China und auch im Prinzip die USA hier einzelne Agenturen gegründet haben, die hier wie die Heuschrecken übers Land gehen und versuchen, Länder, die genau diese Parameter erfüllen. Seltene Bäume, viel Wald und vor allen Dingen viel Naturwasser, Quellwasser im Prinzip aufzukaufen und im Prinzip ist unter einem Vorwand später für ihre eigenen Zwecke zu missbrauchen. Und ich glaube, da spreche ich im Namen von allen Leuten hier. Ich meine, wenn es vielleicht für euch persönlich egal mittlerweile ist, also ich sag mal für eure Kinder, beziehungsweise für eure Personen, die euch umgeben, kann es nicht egal sein, weil das geht uns alle was an. So, dann sind wir jetzt hier bei Green Earth und da muss man natürlich als allererstes, bevor wir jetzt ins Detail einsteigen, müssen wir natürlich über Costa Rica reden. Ich meine, das ist mir eine Herzensangelegenheit, weil wie gesagt, ich 4 Jahre nicht hier lebe, sondern 4 Jahre leben darf. Weil für mich ist es wirklich, ich finde das als Privileg, weil man in Costa Rica natürlich hier, wenn man sich mit den Leuten arrangiert, wenn man sich mit der Natur arrangiert, dann ist man hier wirklich im Paradies. Und ich meine, das können viele Leute bestätigen, die hier bereits waren. Wir wissen, es werden dieses Jahr noch sehr viele Leute kommen. Und dafür bauen wir ja zum Beispiel und erweitern wir ja auch im Prinzip die Ressorts, um einfach hier den Leuten auch die Möglichkeit zu geben, in der guten Community hier das darzustellen. Costa Rica, kleines Land, 51.000 Quadratkilometer. 26% der Fläche in Costa Rica ist geschützt, und zwar geschützt durch Naturparks, 26 an der Zahl, geschützt durch Restriktionen. Das heißt, das Land hat an sich schon im Prinzip den Grundstein dafür gelegt, dass diese Natur geschützt ist. Das kann man sich natürlich vorstellen, bei dieser Anzahl der Ländereien, dieser Größe, ist es natürlich auch schwierig zu überwachen. Und ich meine, wir können da im Prinzip ein einzelnes Beispiel mal aus unserem einen
das Tor in Kopal, was nur 53 Hektar ist. Wenn man da 2-3 Wochen nicht ist, dann kommen da ein paar LKWs und nehmen im Prinzip irgendwelche Baumaterial vom Grundstück, ohne dass jemand gefragt wird. Das ist einfach so. Und das muss man sich vorstellen, wenn das natürlich auf Tausende von Hektaren passiert, weil irgendwo Bäume gefällt werden, dann ist es natürlich gefährlich. Deswegen, wie gesagt, ist es auch sehr restrikt hier in Costa Rica. Es steht extrem hohe Strafen, wer im Prinzip dort erwischt wird. Wichtig ist in Costa Rica, Costa Rica ist seit Mitte letzten Jahres komplett autark vom Energie, also von fossiler Energie. Also es wird alles erneuerbar. Wasserkraft ist ein ganz großes Thema. Geothermie brauchen wir nicht erklären. Erklären wir jedes Mal im Mining, dass das für uns auch zwei elementare Punkte waren, warum wir nach Costa Rica gegangen sind. Und das Costa Rica hat sich auf die Fahne geschrieben, 2021 das erste Land zu sein, komplett emissionsfrei. Das heißt, dass Costa Rica basierend auf den generierten Sauerstoff, der generierten Sauerstoffproduktion oder der generierten Innovation in Produktionsabläufen, was ja im Prinzip solche Zertifikate auch generieren kann, hier keine Emissionen mehr erzeugt und neutral ist. So, und wenn man dieses Jahr sich vor Augen hält, 2021, dann kann ich euch nur sagen, es ist so, dass 2021 Costa Rica aktiv, das haben sie schon bekannt gegeben, in den Handel mit Zertifikaten vom Government einsteigen wird. So, Costa Rica ist, muss ich sagen, politisch ein sehr stabiles Land. Die Regierung ist gemäßigt links. Das heißt, sie ziehen an einem Strang. Aber wenn es ums Geld kommt, dann ist die Frage auch, inwieweit man dann eventuell vielleicht ein Grundstück nicht doch mal unter der Hand an jemanden weggibt. Und da sehe ich einfach hier die Möglichkeit, mit der, die wir derzeit haben, hier massiv dagegen zu wirken, beziehungsweise einfach hier gute Dinge zu tun und vor allen Dingen hier was anzusetzen, was nämlich im Prinzip genau für viele Leute ein Problem sein wird. Wir werden hier die Ökologie mit der Blockchain vereinen. Das heißt, wir werden hier ein dezentrales Produkt schaffen. Und dezentral, na dann viel Glück für die Leute, die dann jeden einzelnen Member, Besitzer oder sonst was im Prinzip ausfindig machen wollen. Wir, wie gesagt, wir wissen, wie das geht. Und das, wie gesagt, Avalon wird weltweit die erste Firma, jetzt noch, später DAO, die erste Institution sein, die dieses hier massiv flächendeckend im Prinzip vermarkten wird und natürlich auch den Leuten, die sich hier damit in die Bütt stellen, auch natürlich dementsprechend die Rewards geben wird. Bleiben wir noch kurz bei Costa Rica. 500.000 verschiedene Arten in Sachen von Insekten, in Sachen von Tieren, das sind 4% aller Arten, die es weltweit gibt, sind in Costa Rica beheimatet. Und wenn man sich dann alleine diese Zahl mal vor Augen führt, dann ist alleine das ein Grund, im Prinzip solche Gebiete im Prinzip einfach hier auch zu helfen, zu supporten und im Prinzip unseren Schutz zu stellen. Und wenn man das mit den richtigen Leuten tut, dann macht das Sinn. Und natürlich, wo Costa Rica seit Jahren auch stolz ist, Costa Rica hat bereits seit Jahren eine eigene kleine, also das ist eine lokale, CO2-freie Fluglinie. Das heißt, ein Ticket ist dort nur mit dieser Kompensation zu erwerben. Das heißt, diese Fluglinie ist komplett im Prinzip CO2-neutral ausgeglichen. So, und da sind wir jetzt im Prinzip bei dem ersten Produkt. Wir starten heute mit einem Grundstück, was komplett fertig ist, ready to go, und Avalon ist bereits im Besitz, nicht vollständig, aber in dem Besitz dieses Grundstücks mit den Zugängen. Das heißt, rechtlich ist alles verbrieft, deswegen können wir heute darüber auch drüber reden. Jetzt ist bloß die Frage die, wann wir diese Sache final zum Abschluss bringen, weil wir haben natürlich auch eine Verantwortung gegen die Community. Wir wir wollen natürlich auch nicht hier alle Sachen auf ein Pferd setzen, aber wir wissen, dass dieses Produkt am Markt einschlagen wird, sodass es nur eine Frage der Zeit ist, bis dieses Projekt abgeschlossen ist. Wir haben weitere 10 Projekte bereits in der Pipeline vertraglich vorgesichert. Das heißt, der Nachschub ist auch gesichert und wir haben, wenn wir das richtig machen, haben wir richtig was, ein ganz großes Essen an unserer Hand. So, man sieht hier die Karte von Costa Rica. In der Mitte sieht man San Jose, da wo der zentrale Flughafen auch ist, einer der zwei internationalen. Und man sieht hier im Süden, wo dieser Punkt ist auf Google Maps, dort befindet sich das Grundstück, wir nennen es Green Earth 1, weil für uns ist es vollkommen unerheblich, weil nämlich diese ganzen Daten werden für uns alle in der Blockchain über Smart Contracts auch später dargestellt werden. So, das heißt, wir können es egal wie nennen, weil schlussendlich über GPS-Koordinaten und im Prinzip die Daten, die notwendig sind, für das Grundstück auch zu lokalisieren, ist das im Prinzip dann alles transparent in der Blockchain darstellbar.
Hier sieht man im Prinzip jetzt eine Fotoaufnahme. Das ist keine Fotomontage. Nein, das ist im Prinzip das Grundstück. Und zwar, man sieht im Hintergrund, das ist der Ozean, das ist dieser Gold, das ist der Atlantik, glaube ich. Atlantik, Pazifik? Ja, Atlantik. Und im Prinzip hier unten auf der linken Seite würde sich jetzt der Golf Dulce anschließen. Vom Ozean direkt geht ein Fluss ins Landesinnere und alles das, was auf der linken Seite ist von dem Fluss, das ist im Prinzip dieses Grundstück, von dem wir reden. Das heißt, wir haben sowohl die Ozeananbindung, wie auch im Prinzip die Süßwasseranbindung. Das sind jetzt Aufnahmen, die gemacht worden sind, im Prinzip von letzter Woche, wo ich in Europa war. Und Aufnahmen sind gemacht worden vom Greg. Da komme ich gleich noch dazu. Wie gesagt, das ist jetzt alles so, wie er es dort vor Ort vorgefunden hat. Man kann dieses Grundstück erreichen, sowohl über die Straße. Also wie gesagt, es gibt dort wie gesagt eine Naturstraße, die rein ins Grundstück verlegt worden ist, beziehungsweise über das Wasser. Und ich lasse die Bilder jetzt einfach mal durchlaufen. Das ist wie gesagt so, wie man das im Prinzip von den Objekten, die auf dem Grundstück schon sind, wie man den Abend sieht. Meiner, da braucht man, glaube ich, nicht viel mehr, da braucht man keinen Fernsehen. Das ist jetzt, wie gesagt, der Blick von einem der Kabinas, das ist im Prinzip von der Bungalows, auf diesen Fluss, der sich dort reinzieht. Jetzt, hier sieht man auf der rechten Seite diese Sache, man muss sich das vorstellen, das sind Mangroven, das ist, wie gesagt, Natur pur. Das ist natürlich auch der Speicherraum für viele Tiere, natürlich auch von der Fauna, also es ist wirklich unbegreiflich, unbeschreibbar, wenn man, wie gesagt, dort sowas mal gesehen hat. Ich meine, ich war jetzt nicht an diesem Ort, aber ich habe andere Orte bereits gesehen und dann dementsprechend, dann weiß man, was man hat. So, das ist der Herr und da muss ich auch ganz ehrlich sagen, mir war wichtig, dass, wie gesagt, auch die Leute, die jetzt nicht im Leadership sind, dass jeder bei Avalon mal wirklich sieht, wem wir hier im Prinzip in Costa Rica eigentlich vieles bei Avalon zu verdanken haben. Ist ein guter Freund von mir, Geschäftspartner und hier auch mittlerweile also wirklich sehr, sehr tief in der Avalon-Business drin, sehr, sehr nah auch dran an Tom, an Andreas, an den Leuten, die hier auch mit Entscheidungsträger sind. Der Name Greben Moracruz kommt, Tico, also für den ist das natürlich zurzeit ein Traum, was wir hier mit Avalon machen, aber er sieht auch im Prinzip, wie es gemacht wird. Er sieht die Korrespondenz in Facebook und sonstigen Geschichten und das ist genau das, warum er uns hier einfach Kanäle öffnet, die andere Leute einfach gar nicht haben. Also hier werden Probleme einfach gelöst. Ja gut, es gibt keine Probleme, aber Aufgaben werden einfach gelöst, wo andere Leute Jahre brauchen. Da hat er Zugänge und ich sag mal, ohne diesen Herrn, muss ich sagen, wären wir bei Avalon noch lange nicht da, wo wir jetzt sind. So, wie gesagt, das sind noch weitere Aufnahmen jetzt. Jetzt kommt, das ist wie gesagt eine Aufnahme am Morgen, wie gesagt, von der Finca runter. So, wie gesagt, auf diesem Grundstück, das sieht man jetzt hier auf der rechten Seite. Das ganze Grundstück hat ja insgesamt 906 Hektar. Davon sind 30 Hektar Ökotourismus. Das ist ein kleines Hotel dort. Wie gesagt, auf ökologischer Basis. Das heißt, da wird mit Solar, wie gesagt, der Strom erzeugt. Ist komplett autark. Es wird dort, sind kleine Bungalows dort, die dann dementsprechend von dort aus werden über diesen Steg, zum Beispiel werden Wassertouren angeboten, Jetski-Touren, vorgelagerte Inseln. Diese Gegend ist weltbekannt für das Whale-Watching, weil die Wale dort im Prinzip aufgrund der seichten Gewässer einmal im Jahr dort kommen, um sich zu paaren. Wirklich, das zieht nach Costa Rica alleine Hunderttausende von Leuten, die dann in irgendwelchen fancy Hotels stehen oder sowas. So, ich meine, die Leute, die bei Avalon sind, die werden Zugang haben im Prinzip auf einem eigenen Grundstück. Und da muss man einfach sagen, wenn man sowas hat, dann weiß man im Prinzip wirklich auch, wofür man irgendwo was tut. So, und jetzt sind wir, wie gesagt, bei dem Thema, wo jetzt das Geschäft anfängt. In diesem Grundstück sind, weil das ganze Grundstück sind ja 906 Hektar, sind 841,7 Hektar Regenwald und ausgewiesen als zertifizierbarer Grund. Diese Zertifizierung sind durch. Wir haben die Zertifikate bereits. Das heißt, wir sind in der Lage, so wie man es hier sieht, auf diesem Grundstück 9,8 Tonnen Kohlendioxid Reduktion pro Hektar zu erreichen. Das heißt, wird mit GPS, wird das gemessen, die Koordinaten werden genommen, man misst die Sauerstoffproduktion
Und diese Sauerstoffproduktion, das wird in einem sehr komplizierten Verfahren, was nach ISO 14602 stattfindet, werden die ausgelesen. Dann müssen sie verifiziert werden nach 6 Monaten. Das heißt, man misst es nochmal, um im Prinzip auch verschiedene Witterungseinflüsse und sonst was dort mit zu berücksichtigen. Und dann gibt es einen Wert. Der ist hier, wie gesagt, in Costa Rica sehr, sehr hoch mit 9,8 Tonnen, was für das Grundstück einen Gesamtwert darstellt von Zertifikaten von 364.456 Tonnen auf diesem Grundstück. Das ist eine Zahl, die wird vielen noch gar nichts sagen, aber wenn ich jetzt zum Geschäft komme und einfach im Prinzip denjenigen sage, dass an Börsen, wie gesagt, so ein Zertifikat zurzeit aktuell, also Stand gestern, bei 5 Euro etwa gehandelt wird, dann weiß man, was im Prinzip alleine durch dieses Grundstück ein Mehrwert gegeben ist, weil das ja jährlich bezahlt wird, hier im Prinzip ein solches Grundstück wirklich zu sichern, die Flora, die Fauna dort zu sichern, und man braucht sich eigentlich keinen Kopf machen, weil dieses Grundstück eigentlich regelmäßig Erträge erzielt. Damit aber auch jeder sieht, dass das im Prinzip kein Kindergeburtstag ist, sondern dass das hier wirklich professionelle Arbeit, und ich meine, jetzt wird vielleicht bei dem einen oder anderen auch klar, ich meine, wir bauen seit letztes Jahr März bauen wir Avalon auf Krypto. Wir haben mit Mining angefangen. Parallel haben wir diese ganzen Sachen schon gemacht. Wir haben bloß nicht drüber geredet. Und wir reden über viele Dinge nicht, bis sie nicht irgendwann spruchreif sind. Und hier sieht man einfach mal, wie lange es dauert, überhaupt um ein solches Zertifikat, international anerkanntes Zertifikat nach Goldstandard, so heißt das, zu bekommen. Man muss eine Projektplanung erstellen, die im Prinzip alles detailliert erklärt, was man vorhat, beziehungsweise man muss mit den ganzen Nachbarn drüber sprechen, ob dort Einwände bestehen. Man muss mit Leuten, die im Prinzip auf dem Grundstück eventuell zu Hause sind, ob das Natives sind, also Einheimische. Also so. Und wenn das dann ist, das dauert etwa 2 bis 3 Monate, dann muss man diesen Plan vorlegen. Dieser Plan wird von einer unabhängigen Kommission, da gibt es weltweit 12, wird dieser Plan geprüft. Und da wird auch eine erste Messung gemacht auf die Sauerstoffproduktion, ob das überhaupt im Prinzip was ist, was Sinn macht. Weil ich sage mal, ein bisschen Sauerstoff produzieren macht ja keinen Sinn. Das muss ja irgendwo nachhaltig sein. Das sind wieder 3 bis 6 Monate im Land. Dann geht man zur Registratur. Und wenn man die Registratur hat, dann muss man im Prinzip, dann weiß man, okay, jetzt ist man auf einem guten Weg. Aber dann muss man nochmal 5 bis 8 Monate warten, weil dann im Prinzip nochmal eine zweite Messung gemacht wird, die dann im Prinzip über 2 verschiedene Universitäten und eine Zertifizierungsstelle ausgelesen werden. Und nur wenn sich diese 3 Ergebnisse alle decken, dann bekommt man schlussendlich ein Zertifikat ausgestellt, mit dem man im Prinzip dann berechtigt ist, eine CO2-Reduktion zu verkaufen. Man muss dazu sagen, wir haben für dieses Grundstück mehrere Anfragen von Organisationen und von einzelnen Firmen, die diese Zertifikate sofort haben wollen, weil es ist natürlich ein Problem. Diese Firmen haben keine Zugänge zu den Privatleuten. Die Firmen haben kein Interesse an diesen Ländereien. Die wollen nur das Endprodukt. Für uns steht wesentlich mehr dahinter. Für uns steht dahinter, hier urbane Natur zu erhalten, Mehrwerte zu schaffen, aber Mehrwerte nicht im Prinzip, um Raubbau an der Natur zu machen, sondern im Prinzip mit der Natur. Und ich meine, jeder kann sich daran erinnern, wir haben ja gesagt, wir werden 4 Ressorts, hier Crypto-Villages bauen in Costa Rica, und wir haben mit diesem Grundstück hier die Möglichkeit, auf einer Bestandsgeschichte auch aufzusetzen, die schon komplett ökologisch und autark ist. Also das ist im Prinzip für uns auch nochmal ein bisschen ein Sechser im Lotto. So. So schaut ein Zertifikat aus, wenn es dann final ausgestellt ist. Wie gesagt, man sieht hier die ISO-Zertifizierung, es muss die Registernummer, jedes Zertifikat hat eine eigene Registernummer, die dann auch in der Börse registriert werden muss. Und wenn das verkauft ist einmal, dann wird dieses Zertifikat gelöscht und ist erst im nächsten Jahr wieder gültig. So, das ist aber wie gesagt auch der Proof, es existiert bereits für dieses Grundstück, diese Zertifikate. Ihr müsst es bloß tun. So, und jetzt sind wir bei dem Thema. Da wie gesagt, da möchte ich gerne an denjenigen übergeben, der im Prinzip, sagen wir, eigentlich ja, für Avalon, für Krypto generell steht. Ich meine, wenn die Leute jetzt hier das Logo sehen, links, dann in der Mitte irgendwas sehen, was ihnen sehr bekannt vorkommt, und rechts, dann ist, glaube ich, Zeit hier, dass Tom das Ruder kurz übernimmt. Jetzt, ich hoffe, Tom, ich schalte dich jetzt mal frei, dass du da bist. Und dann möchte ich dich bitten, dass du einfach den Leuten die Kryptolösung für diese Sache vorstellst, damit wir wirklich auch sagen, dieses Produkt passt perfekt in diese ganze Kryptogeschichte. Und
Ja, ich hoffe mal, du bist da, Tom. Hörst du mich? Tom? Ja, kann man mich verstehen? Ich weiß es nicht. Ja, ich höre dich perfekt. Nee, echt? Ja, wunderschönen guten Abend. Schön, dass ihr alle da seid. Unglaublich. Also ich habe jetzt gerade Thomas zugehört. Ich glaube, wenn irgendwo mal in Costa Rica ein neuer Präsident anstehen sollte, dann sollte das er sein. Weil, also unglaublich. Ich bin immer wieder sprachlos, was der Mensch alles weiß über das Land, über die Paarungszeiten der Tiere. Also es ist unglaublich. Also ganz herzlichen Dank dafür, Thomas. Echt. Also ich bin nicht nachgekommen mit Schreiben im Moment. So, ich kann nur ganz kurz, weil wir haben gerade beim Mining wieder ein Thema, was wir glätten müssen. Deshalb, ich fliege kurz darüber. Es war die Situation, viele wissen, wo wir Avalon gestartet haben damals. Das hat jede Company, ja, da hat man so seine Prioritäten. Man beginnt und man sagt dann, ach, da war doch noch was viel Besseres, das müssen wir vielleicht anders machen und noch mal ein bisschen anders. Und so ist es dann entstanden. Mittlerweile sind wir ein Unternehmen geworden, was ja fast wirklich nicht mehr wegzudenken ist. Und was ich denke, was wir wirklich machen im Moment, hat noch kein Unternehmen vorher geschafft, ganz ehrlich. Also ich muss ein bisschen aufpassen, dass es mir nicht ganz anders wird, hier die Tränen kullern. Aber es ist wirklich so. Bei uns geht Mensch, Welt, Natur vor. Und zwar vor allem vor Geld, vor dem ganzen kapitalistischen Blödsinn und so weiter. Und viele wissen noch, damals, wo ich die ersten Webinare gemacht habe, zusammen mit Thomas, dass ich nicht so ein guter Freund bin von normalem Finanzsystem. Deshalb haben wir das Ganze mal aufgebaut. Und die Lösung, die wir hier jetzt haben, in dieser Form, die hat es auch so noch nie gegeben. Viele von euch wissen, dass wir damals Avalon X gestartet haben. Ja, das war so ein Projekt, wo wir gesagt haben, okay, wir bauen den DAO schlussendlich auf, Huckepack auf Ethereum und so weiter. Das hat sich alles ein bisschen geändert mit dem Huckepack auf Ethereum und deshalb auch hier ganz klar, und das ist für mich ganz wichtig, die Leute, die damals ALX Tokens gekauft haben gegen Ethereum, sollen bitte so gut sein und mit uns Kontakt aufnehmen für die Rückabwicklung. Das heißt, wir werden nicht auf der Ethereum Blockchain etwas machen. Das hat damit zu tun, weil uns eine andere Blockchain viel sympathischer geworden ist in den letzten 2-3 Tagen, mir zumindest. Ich möchte euch aber heute nicht in die Details erklären, was wir tun. Ich möchte euch in ganz groben Zügen erklären, wie das aussieht. Und zwar, als Thomas zu mir gekommen ist und Gravin mit der Idee von CO2-Zertifikaten, habe ich natürlich am Anfang sofort daran gedacht, das Ganze auf die Blockchain zu schmeißen, einen Smart Contract dafür zu basteln und so zu agieren. Ich habe aber dann schnell mal festgestellt, das ist gar nicht der Weg für die Community. Das ist vielleicht ein Weg für eine Investment-Banking-Firma, aber das ist nicht der Weg, den wir als Community gehen wollen. Und da habe ich mir Gedanken gemacht darüber, wie wollen wir das verpacken, wie macht das am besten Sinn, dass wir das schlussendlich machen. Und ihr müsst euch das jetzt so vorstellen, dass wir die ganze Partizipation an den ganzen Projekten 1:1 umsetzen auf Kryptobasis. Das heißt, auf Deutsch gesagt, jeder kann dezentral und anonym ALX Tokens, Green Earth Tokens 1, also das nennt sich dann Green Earth 1, ja, das ist ganz wichtig, auf der ALX Blockchain laufen lassen. Und das funktioniert wie folgt. Wir haben ein Preis. Und dieser Preis von einem Quadratmeter, der beträgt $2. Das heißt, das muss man sich so vorstellen, dass man eigentlich ein ALX-Token kauft bei uns im Backoffice und dafür $2 bezahlt. Dieser ALX-Token läuft dezentral auf der Blockchain. Das bedeutet für einen Investor oder für jemanden, der dieses Produkt kaufen möchte, dass er die Coins nicht irgendwo abgibt, sondern dass die bei ihm auf dem eigenen, also der Private Key, auf dem eigenen Computer ist. Das heißt, das ist ganz wichtig. Das heißt, so können wir davon ausgehen, dass alle Leute, wenn ich natürlich jetzt sage, ich habe jetzt, nehmen wir mal an, ich kaufe jetzt 1000 Quadratmeter oder 1000 Tokens von ALX, dann habe ich natürlich die schöne, ich sage jetzt da mal, wirklich die Gemütlichkeit, diese Tokens auf meine Wallet zu haben
Und jetzt kommt, das ist ganz wichtig, dass man das versteht, wo ich das, und das muss man verstehen, wo ich das angefangen habe auszurechnen, ich konnte ja nicht mehr schlafen. Ich habe meine Frau die Ohren fusselig gequatscht die ganze Zeit. Ja, die ist ja schon von mir weggerannt die ganze Zeit. Also das war unglaublich. Jetzt muss man sich das vorstellen. Wir können wegen der gesamten CO2-Zertifizierung, wir können deshalb 6% Proof of Stake geben pro Jahr. Auf Deutsch gesagt, wenn irgendjemand heute auf dem Bankkonto 10.000 Euro liegen hat, ich weiß nicht, ob der 6% per anno bekommt. Und jetzt kommt's. Das bekommt er dezentral. Er ist nicht angewiesen auf irgendjemand, der ihm diese 0,5% pro Monat wirklich gibt, sondern das funktioniert nach dem sogenannten Harvesting. Wir nennen das Harvesting bei uns, weil es auch mit der Aufbau vom Projekt zu tun hat. Viele kennen das von Supernodes, zum Beispiel von New Economy Movement oder von Dash, von Masternodes und so weiter. Haben wir das genau gleich. Das heißt, unser Konzept basiert auf der Tatsache, dass wir einen Coin haben, der von den Usern im Wallet Proof of Stake funktioniert, und jeden Monat werden die Anzahl Coins, die derjenige hat, durch das Proof of Stake zunehmen. Ja? Und das ist, wenn man sich das, ich kann ja nicht mehr richtig quatschen, weil ich sitze davor vor diesem White Paper und denke mir, lecco mio, wir kombinieren so viele tolle Sachen, ganz ehrlich. Ich habe meinen Kids das heute erklärt. Ja? Wir kombinieren genau die Dinge, die Thomas angesprochen hat vorher. Wenn man so ein bisschen Einsicht bekommt, ja, und wir haben die Einsicht, ja, wie viele Companies momentan mit den Hufenscharen und da und überall Ländereien aufkaufen. Wir haben die Möglichkeit hier einen grünen Daumen zu bekommen. Ja, wir haben die Möglichkeit hier aktiv an Schutz von etwas teilzunehmen und nicht nur, wie Thomas gesagt hat, mit dem Harasbier oder sonst was, sondern wir können aktiv was tun. Und jetzt kommt's, pass auf. Ich kaufe zum Beispiel jetzt 1000 von diesen Dingen. Oder lass mal 100 sein, ja? Da kostet mich einer 2 Dollar. Jetzt habe ich $200 investiert. Ich bekomme dafür die 200 Tokens. Und diese staken mit 6% jedes Jahr. Was für mich daran wichtig ist, ist Folgendes. Wenn ich heute als Kleinanleger irgendwas bewegen will, kann ich doch das gar nicht. Ich kann nichts tun. Die meisten Leute haben nicht Tausende von Euros auf den Konten und so weiter. Sondern wir haben eine Lösung hier geschaffen, die wirklich outstanding ist. Und jetzt kommt's. Und jetzt passt ganz gut auf. Wir haben ja nicht geschlafen. Es gibt ja auch schon das Avalon X Wallet. Es gibt die Blockchain funktioniert ja auch schon. Das Testnetz rattert. Es funktioniert. Das heißt, ich habe die Möglichkeit. Nehmen wir an, der Peter, der kauft heute bei Avalon 10.000 Quadratmeter oder 10.000 ALX Tokens, ja. Der lässt die jetzt ein Jahr drauf, hat halt seine 6% jetzt bekommen und jetzt passiert etwas in seiner Familie. Er braucht unbedingt Geld. Was macht er? Er verkauft die über die eigene Exchange in Avalon an diejenigen, die kaufen wollen. Wisst ihr, was ich meine? Das heißt, wir haben die Möglichkeit, hier ohne Namen zu nennen, ohne sonst irgendetwas. Wenn ich zum Beispiel, oder ich brauche Geld und ich kenne den Sascha, dann rufe ich den Sascha an und sage, du pass auf, ich habe hier noch 500 Tokens, ich brauche unbedingt Kohle, kannst du mir mal, ja? Also das ist in meiner Meinung, das ist das ultimative Tool. Und jetzt kommt's. Thomas hat vorhin gesagt, wir müssen das Ganze absegnen lassen durch Anwält, durch Notare. Also ich weiß, dass auch ISO-Zertifizierung hinten dran ansteht, und wer schon mal eine ISO-Zertifizierung durchgemacht hat, der weiß genau, was es ist. Ja, das ist nicht mehr einfach. Was wir nachher tun werden, ist die gesamte Zertifizierung, wenn wir soweit sind, noch nicht jetzt, wenn wir soweit sind, das ganze Zertifizierungsprozedere, und dann kommt die Ethereum-Blockchain wieder ins Spiel, dann werden wir das auf Ethereum schmeißen. Auf Deutsch gesagt, haben wir nachher ohne Mittelsmänner, ohne Notare, ohne irgendjemanden, eine feine Sache, die für alle funktioniert, die für die Natur funktioniert, die unseren Partnern 6% ausbezahlen, in Form von, Rendite darf man ja nicht sagen, dieses Wort klingt so blöd, ne, von Harvesting, ich sage jetzt zum Harvesting, das klingt besser. Und jetzt kommt's, für den Vertrieb, und ich glaube, da sage ich nichts dazu, das soll der Thomas nachher machen, aber ich weiß eins, wenn die Leute, die heute das verstehen, wenn ihr heute das wirklich versteht, was da kommt, wir sind die einzige Company, die das tut. Es gibt niemanden.
Da muss man sich einfach mal bewusst sein. Es gibt niemand, der momentan die ganze Programmierarbeit und das alles macht, um von A bis Z CO2-Zertifikate zu zertifizieren, um die ganzen, um das mit einem Business, wie wir es haben, für die Menschen zu machen. Und das ist für mich so wichtig, dass man das wirklich versteht, dass Avalon nicht das beste Unternehmen der Welt sein soll, sondern das beste Unternehmen für die Welt. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zugelabert. Ich gebe jetzt wieder weiter an Thomas. Er wird euch alles erklären, was, was der Marketingplan hergibt, weil ich denke, das ist richtig heiß und ich weiß genau, viele freuen sich darauf. Das war's von mir. Ich wünsche euch ganz schönen Abend. Passt auf euch auf und wir sehen uns irgendwann mal an einem Meeting. Bis dann. Ciao. Bedanke ich mir. Wäre es ganz lieb, wenn ich weiß, dass man mich auch hört. Hallo? Ist denn die Community noch da? Okay, super. Okay, jetzt, jetzt habe ich es mitgekriegt. Ja, ich meine, zu Tom braucht man, glaube ich, nichts sagen. Ich meine, das ist so, wie er lebt und lebt. Und ich meine, man spürt, glaube ich, das Feuer. Ich meine, im Endeffekt, ein Pfarrer würde jetzt sagen, Amen und geht raus und tragt diese Message in die Welt. Aber schlussendlich, es fehlen ja noch ein paar kleine Dinge, die ihr wissen müsst. Die, glaube ich, das noch im Prinzip einfach noch das i-Tüpfelchen oben draufsetzen. Und ich meine, da, wie gesagt, es ist schön, dass er es mir überlässt, aber ich hätte auch kein Problem gehabt, dass er es mit seiner unnachahmlichen Art und Weise sagt. Ich meine, im Endeffekt, wir müssen uns eigentlich fast streiten, weil jeder will, und ich meine, schlussendlich, lassen wir es einfach raus. Ja, es ist einfach so, und ich meine, man sieht hier einfach jetzt ein paar Zahlen, das ist einfach jetzt hier mal ein Beispiel. Grundsätzlich ist es möglich, hier ab 10 Quadratmeter, sprich 20 Dollar, wir müssen natürlich immer diesen Gegenwert nehmen in Fiat-Geld, weil wir brauchen natürlich eine Basis, um das nachher mit Krypto zu bezahlen. Das heißt aber nicht, dass wir Dollar oder irgendein anderes bunt gedrucktes Papier nehmen werden. Nein, wir nehmen derzeitig Bitcoin, wir nehmen Dash und sobald purer Wiedercoin gelauncht ist, werden wir auch 100% purer Wiedercoin akzeptieren. So. Wie gesagt, ab 10 Quadratmeter ist es möglich, in 10er Schritten. Das ist einfach eine verwaltungstechnische Geschichte, auch in Bezug auf die Programmierung, weil das, was jetzt, wie gesagt, dort programmiert ist, hat im Prinzip bereits diese ganzen Reward-Systeme integriert und dementsprechend brauchten wir einfach eine transparente, abrechenbare Einheit. Wenn man hier jetzt sieht, ich habe jetzt hier mal zwei Beispiele aufgeführt, ein Beispiel mit 500 Quadratmeter, was im Prinzip 500 ALX sind, weil ein Quadratmeter entspricht immer einem dieser Token, dann kostet das, wie Tom ja gesagt hat, ein Quadratmeter kostet 2 US-Dollar, aber nur bezahlbar, wie gesagt, in Kryptowährung. Und jetzt muss man, wie gesagt, wirklich, also jetzt muss man sich anschneiden, wir haben das in Dubai uns auch vom Leadership extra noch absegnen lassen. Wir zahlen für die Vermittlung 20% Direktprovision, und zwar in CV. Das heißt, hier muss keiner mehr sagen, dass Avalon Live kein CV-Produkt hat. Wir haben jetzt ein ehrliches Ökoprodukt auf Blockchain-Basis. Also wer jetzt hier noch kommt und sagt, hier ist nichts für den Vertrieb drin, sorry Leute, dann müsst ihr euch wirklich eine andere Baustelle suchen. Und ich muss das auch noch ein bisschen, weiter erklären. Ich meine, ihr seht hier oben, es steht da Direktprovision, wer ist bezugsberechtigt? Lizenzpartner und dann ist hier ein zweites Kürzel, das heißt LPL, Lizenzpartner Light. Ich komme gleich noch dazu. Aber wie gesagt, wir bezahlen für jeden vermittelten Quadratmeter. Und das ist, ich spreche hier bewusst die ganzen Finanzvertriebler da draußen an. Die Leute, die keine Produkte mehr haben, die Leute, die gegängelt werden durch 34 A, B, C, G, E, F oder was es mittlerweile da alles gibt. Die Leute, die in die Haftung genommen wird. Ihr habt hier eine Kryptolösung, die nicht auf buntem Papiergeld beruht, sondern auf ehrlicher Arbeit, transparent, dezentral, aber auch natürlich durch ein paar zentrale Organe einfach kontrolliert, damit es einfach auch transparent bleibt. Und das ist wichtig. Und wenn man sich hier anschaut, zum Beispiel in Hektar, es gibt ja Leute, die Geld auf der Bank haben, die nicht wissen, was sie damit tun, weil einfach die Alternativen fehlen durch Negativzinsen und sonst was. Diese Coins sind jederzeit veräußerbar. Wenn zum Beispiel jetzt einer einen Hektar kauft, 20.000 Quadratmeter, dann sind das 40.000 Dollar. Ich meine, das Maximum über das Backoffice bei Avalon wird 10.000 Quadratmeter sein, der Rest auf Direktanfrage. Ja, stimmt. Tom, dankeschön, den Fehler, aber den gebe ich an Sascha weiter, aber ich habe es ihm falsch gegeben. Ein Hektar sind natürlich 10.000 Quadratmeter. Ist natürlich vollkommen richtig. 10.000 Quadratmeter sind 10.000 ALX, aber ich mache das jetzt dann hier in dem Fall mit 2 Hektar. Ist ja auch nicht schlimm, weil es gibt ja den einen oder anderen, der da auch Interesse hat.
Dann, ja gut, aber die ganze Zahl, das ganze Zahlenwerk stimmt ja jetzt nicht. Tatsache ist einfach eins, es sind 20% Direktprovision. Bei einem Quadratmeter, also wie gesagt, nehmt das untere raus, bei einem Hektar 10.000 Quadratmeter sind das 10.000 ALX, deren respektive 20.000 Dollar kosten in Bitcoin oder Dash. Und die Direktprovision für denjenigen, der es vermittelt hat, sind 4.000 CV. Also da muss man sich erstmal festhalten. Also ich meine, wir lassen jetzt hier richtig gerade was vom Stapel. Da geht es uns aber auch einfach darum. Wir haben ja verschiedene Ansatzpunkte, warum wir so viel bezahlen wollen. Weil wir einfach auch wollen, dass dieses Land natürlich schnell gesichert wird. Und jetzt muss man auch ein bisschen was verstehen. Ja, Frau Sprött, ich komme sofort dazu. Jetzt muss man natürlich auch verstehen, es gibt da natürlich auch Regularien. Wir müssen auch uns ein bisschen an Regeln einfach einhalten, damit wir hier keine Probleme kriegen mit irgendwelchen Aufsichtsbehörden etc. pp. Das erste ist das, dass dieses Tool wird freigeschaltet in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch um 0 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Es sind jetzt verfügbar, genau von diesem einen Grundstück, weil das ist vertraglich durch und das ist wie gesagt von uns auch schon finanziell komplett abgesichert. Es sind verfügbar 8,42, was nämlich diese 842 Hektar entspricht, 8,42 Millionen dieser ALX-Token sind verfügbar für dieses Grundstück. Wenn es weg ist, können wir das nächste dann launchen, wenn im Prinzip, sage ich mal, das nächste Grundstück vertraglich gesichert ist, woran wir gerade arbeiten. Wer ist bezugsberechtigt? Es kann jeder im Prinzip kaufen, der eingeschrieben ist bei Avalon. Das muss nicht zwingend ein Lizenzpartner sein, er muss aber mindestens als Kunde eingeschrieben sein. Auch da, glaube ich, bauen wir für viele von euch eine Brücke, weil nämlich wer einmal im System ist, wird natürlich permanent auch mit den News versorgt und sieht vielleicht auch darüber, bekommt darüber auch mit, um was es bei Avalon geht, dass wir nämlich keine klassische Chaka-Chaka-Bude sind und damit ist er bezugsberechtigt. Anspruch auf die Vergütung haben natürlich logischerweise LPs und Lizenzpartner Light, wenn sie eine Eigenorder gemacht haben von 10 Quadratmeter. Weil es macht keinen Sinn, dass wir hier das klassische Network unterstützen, wo wir sind zwar Freund davon, von dieser Vertriebsform, aber es macht keinen Sinn, dass jetzt jemand sagt, du, pass auf, ich lasse mal die anderen. Weil für uns ist wichtig, dass die Leute sich damit auseinandersetzen. Und nur wer was im eigenen Besitz hat, der beschäftigt sich mit dem Wolle. Der beschäftigt sich mit dem, was es dahinter ist. Der beschäftigt sich mit dem Wert. Der liest Informationen, der liest News. Deswegen hier als Restriktion 10 Quadratmeter Eigenordner. Das heißt, wir reden hier von äquivalent auf 20 Dollar. Das geht in jedem Land. Und das heißt, ich glaube, jetzt haben wir natürlich auch ein Produkt, was ihr in Länder reingeben könnt, wo Leute natürlich mit dem Mining ein bisschen gestruggelt haben, weil denen vielleicht die Pakete zu groß waren und die über die Starternut gekommen sind. Hier gibt es jetzt hier ein ganz klassisches Produkt, wo wir den Leuten was an die Hand geben, was Nachhaltigkeit und vor allen Dingen für sie auch persönlichen Benefit generiert. Und wenn man dann hier sieht, wir lassen es nicht nur bei 20% Direktprovision. Nein, wir werden auch 6 Ebenen bezahlen, Unilevel. 2, 2, 2, 3 und 5%. Und jetzt darf man eins nicht vergessen, und das steht im nächsten Punkt. Hier steht Verwaltung, Token über die Blockchain. Der Wert mit 2 Dollar ist fix. Liebe Avalonia, ist euch bewusst, was hier gerade passiert? Wir bezahlen hier 70 Cent aus und lassen aber trotzdem für das, was wir einnehmen, den Preis beim Token, weil das ist nämlich das Einzige, was fair ist draußen, lassen ihn bei 2 Dollar fix. Das heißt, hier wird keine Provision abgezogen, hier wird keiner irgendwo im Hintergrund irgendwo versucht, irgendwo ins Dunkle zu führen oder sowas. Das ist hundertprozentig transparent. Und mit so einer Geschichte, glaube ich, werden wir da draußen für richtig für Furore sorgen. Das heißt, derjenige bezahlt 2 Dollar, die Vermittler und die Leute, die im Prinzip drumherum sind im Avalon-Netzwerk, die bekommen, wie gesagt, dementsprechend hier ihre Provisionen. Und wenn man sich das ausrechnet, die Provision, dann müsste der Wert des Tokens eigentlich viel weniger wert sein. Nein, der Token wird immer 2 US-Dollar wert haben. Und der Token ist veräußerbar. In welcher Form man den später veräußern will, das liegt bei jedem selbst. Aber derjenige, der sie im Wallet hat, der hat ihn. Und da steht kein Name dahinter, da steht ein Hash dahinter, beziehungsweise eine Wallet-Adresse. Es ist 100% anonym und transparent. Das Limit, wie ich es vorhin kurz angefügt habe, 10.000 Quadratmeter sind über das Backoffice direkt buchbar. Größere werden im Prinzip über Direktanfrage mit Avalon. Der Reward ist 6% und diese 6% werden im Prinzip aus den Erträgen der CO2-Zertifikate gespeist. Der Rest sind Verwaltungskosten, beziehungsweise man muss ja auch diese Zertifizierungsprozesse, die einmal im Jahr durchzuführen sind, die sind zu begleiten.
Alleine die Satellitenüberwachung, die kostet ein bisschen Geld. Aber ich glaube, hier ist ein richtig rundes Paket geschaffen worden, was jeden im Prinzip wirklich sich wiederfinden lässt. Dann ist auch hier noch ein ganz wichtiger Punkt, der Verkauf und der Handel dieser Token. Er ist jederzeit erlaubt. Und zwar ist es so, dass wir bei Avalon, wir werden im Prinzip eine eigene Exchange einrichten, wo sich im Prinzip Käufer und Verkäufer treffen können und werden im Prinzip in der Mitte als sogenannter Escrow, als Treuhänder fungieren. Das heißt, eine Person XY will, ich sage jetzt mal, 100 ALX-Token verkaufen und das hat im Prinzip ein Käufer, der Interesse hat, die zu dem Preis, wo diese beiden Herrschaften sich einigen, kaufen möchte, dann werden diese Tokens auf ein Sperrkonto gelegt, werden eingefroren und erst wenn der Ausgleich, den die beiden Herrschaften vereinbart haben, uns gemeldet wurde, werden die Tokens freigegeben. So geben wir in einem internen System jedem wirklich die Garantie, dass hier keine krummen Geschäfte draußen laufen. Und was auch noch ganz wichtig ist, wir werden, oder das ist im Prinzip schon so eingerichtet, einmal im Jahr wird im Prinzip ein anerkanntes Notariat hier, was dieser Organisation, dieser Zertifizierungsstelle auch sehr nahe steht, wird den Wert verbriefen. Das heißt, es wird im Prinzip testieren, dass so und so viele Tokens im Prinzip im Umlauf sind, sodass ein jeder auch weiß, okay, hier ist nicht irgendwo im Hintergrund gemauschelt worden. Es wird im Prinzip auch dort testiert werden, wie viele Tonnen Zertifikate im Raum sind, beziehungsweise zu welchem Preis diese Zertifikate veräußert worden sind. Alles transparent, so wie es ihr von Avalon gewohnt seid. Ja, ich glaube, alleine diese Sache, so, und jetzt sind wir natürlich bei einem Punkt. Es gibt den einen oder anderen, der hat heute keine Zeit gefunden, der hat vielleicht auch noch nicht alles so verstanden. Wir werden jetzt hier diese Sache live die nächsten Wochen promoten, weil es uns einfach wirklich ein Anliegen ist, hier diese Ländereien zu sichern. Wie gesagt, auch diese Natur dort zu sichern, über diese Zertifikate hier auch im Prinzip einen Mehrwert zu schaffen und vor allen Dingen hier ein outstanding, nie dagewesenes Kryptoprodukt am Markt zu launchen. Das heißt, es wird das nächste Webinar schon bereits morgen, 20 Uhr geben. Dieses Webinar werde ich sprechen. Wir werden am Dienstag ein Webinar in Englisch machen für unsere englischen Partner um 22 Uhr. Auch das werde ich sprechen. Am Mittwoch wird es ein spanisches Webinar geben und ich kann es hier nur jedem empfehlen. Das wird der Frank Lüttke machen aus Ecuador. Und wer sein letztes Webinar gesehen hat über Avalon Live die letzte Woche, also die Leute sind also phänomenal. Das ist im Prinzip auch einer, der genau passt in diese ganze Leadership-Community. Der, wie gesagt, der ist ein Deutscher, der ausgewandert ist, spricht perfekt Spanisch, Trainer dort, wie gesagt, sehr, sehr gut vernetzt, auch in die Regierung. Es ist im Prinzip das, was wir mit Greg Greven Moracruz hier in Costa Rica haben, haben wir mit dem Frank Lüttke in Ecuador. Wir sind sehr stolz drauf, ihn jetzt hier, wie gesagt, seit kurzem bei uns zu haben. Er hat auch, wie gesagt, bereits dort auch schon angefangen, Vorortpräsentationen und hat es natürlich auch medial schon alles dargestellt. Also man kann eigentlich die Leute nur dazu beglückwünschen. Tom hat vorhin gerade zugesagt, Donnerstag, 20 Uhr ist seine Zeit. Das heißt, wer Tom Koller in seiner Art und Weise hören will, wie er Green Earth präsentiert, nächste Woche Donnerstag, 20 Uhr. Freitag, wenn ich dann wieder in Europa bin, werde ich es wieder machen. Und wir werden definitiv jetzt das jeden Abend. Das heißt, ladet eure Leute ein, weil ich kann mir vorstellen, das erste Grundstück ist weg im Nu, weil aus verschiedensten Gründen. Der eine, der hat jetzt ein Produkt gefunden, wo er Kommission machen kann. Der andere sieht sich in der Natur wieder. Der nächste sagt, yes. Das ist das Produkt, was ich bei Avalon noch gewartet habe. Und genau das sind die Punkte, oder was wir glauben, wir haben für die ganze Community hier was geschaffen. Was ist wirklich das Prädikat in meiner Meinung nach verdient heute? Das war wirklich heute ein würdiger Tag im Launch, weil es zurzeit, man muss sich das heute anschauen. Bitcoin 1050, Dash Allzeithoch, Dash Allzeitvolumen, das größte Volumen überhaupt, was Dash jemals gesehen hat. Dash, die meisten Masternodes im Netz. Also ich meine, der Sonntag heute, muss ich sagen, der war perfekt. Mir war es, wie gesagt, ein wahnsinniges Bedürfnis, euch das hier nahe zu bringen. Ich kann euch nur eigentlich beglückwünschen, dass ihr bereits dabei seid. Ich glaube, jetzt habt ihr Tools, den Leuten das zu erzählen. Für die Leute, die jetzt vielleicht wissen wollen, wie es jetzt offline weitergeht, wir haben nächste Woche Samstag in Wien eine Präsentation. Da, wie gesagt, findet ihr auch Informationen im Backoffice. Auch das wird im Backoffice hier kommen. Und ich habe noch eine ganz wichtige Nachricht für euch, für jeden, weil jeder wartet ja auch drauf. Für alle Leute, die bis jetzt Kundenstatus gewesen sind, die gehofft haben, okay, vielleicht findet Avalon ja noch eine Möglichkeit, uns auch die Möglichkeit, hier Geld zu verdienen. Wir schalten heute Nacht die Leitlizenz frei.
Also heute Abend hat jeder die Möglichkeit, der Kundenstatus bis dato war und jetzt auch, ich sage jetzt mal mit Avalon, wirklich nicht nur den Naturalrabatt bekommen möchte, sondern auch Geld verdienen möchte. Ab heute Abend, also heute Nacht, wird die Leitlizenz freigeschaltet, sodass eure Kunden die Möglichkeit haben, hier auch vollwertiger Partner bei Avalon zu sein. Ich meine, mit Green Earth haben sie, glaube ich, ein perfektes Einstiegsprodukt neben dem Mining. Also, was soll ich mehr sagen? Ich meine, ich bin sprachlos. Ich muss es ganz ehrlich sagen. Wie gesagt, die Fragen, die jetzt hier drinstehen, ehrlich gesagt, ich möchte die gar nicht mehr beantworten, weil, wie gesagt, mir fehlen die Worte von dem, was wir heute eigentlich im Prinzip in die Welt rausgelassen haben, wo wir jetzt wirklich monatelang gearbeitet haben. Wir haben noch ein schönes Video zum Abschluss. Und was soll ich sagen? Ansonsten wünsche ich jedem von euch, wie gesagt, noch einen schönen Restsonntag, guten Start in die Woche. Und wie gesagt, ab Dienstag Mitternacht, auf Mittwoch werden die Uhren neu gestellt, weil dann ist nämlich Avalon Green Earth Zeit. Ich bedanke mich für eure Zeit und wie gesagt, ich wünsche euch noch einen schönen Sonntag. Mm-hmm.